meinen zukünftigen Neffen bitten. Zumindest hat er meine Nichte schon gefragt, ob er es heiraten darf. David wird heute predigen und wir sind voll stolz auf ihn, dass er sich das in seinem Alter schon traut. Ich würde sagen, gebt ihm mal einen Applaus. Ja. Genau. Bist du schon eingeschaltet? Ja, eigentlich ist er eingeschaltet. Ich bete noch kurz für dich. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in David segnest, dass er das, was auf deinem Herzen ist, weitergeben kann und dass seine Worte bei uns allen auf offene Herzen fallen und doch in einen guten Boden fallen und viel Frucht bringen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, hallo. ich muss sagen, was mir wirklich hilft, das ist extremes Doping heute. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen und das drückt die Nervosität gescheit ab. Also richtig gut, richtig angenehm. Und ja, heute haben wir anders. Wie Silvia schon angekündigt hat, ich stehe jetzt nicht da oben, weil mir sitzen zu anstrengend worden ist. Die letzten Sonntage, darf ich heute Gottes Wort näher bringen und vor allem meine Gedanken dazu äußern. Und ich bin ja wirklich guter Dinge bezüglich der Predigt, weil die ganze Vorbereitung einfach auch vom Pastor Tobi begleitet worden ist und ich das Finale okay gekriegt habe für den Inhalt meiner Predigt. Zu mir, ich bin seit 2 Jahren aktiver Besucher der Gemeinde, seit letztem Jahr aber erst Mitglied, hat ein wenig gedauert, meine Reise. Ich habe mich letztes Jahr dazu entschieden, dass ich mich taufen lasse. War die beste Entscheidung meines Lebens, kann ich nur empfehlen. Und ich bin derzeit Besucher bzw. Student vom Dynamis College, Bibelschule in Linz. So viel mal zu mir. Zu den Vorbereitungen der Predigt, möchte ich sagen, dass erstens, ich habe mich voll gefreut beim Vorbereiten von der Predigt, das war voll super. Ist ja jetzt da gerade nur ein wenig nicht wirklich begreifbar, dass ich da hier oben stehe. Aber es war ja nicht nur super, sondern es haben mir ja voll viele Gedanken geplagt, eben das, was werden sie dir wohl denken? Was werden sie dir wohl denken, wenn da so ein junger Bursch oben auf der Bühne steht und sagt, der will uns jetzt von Gottes Wort erzählen, der war vor 2 Jahren noch gar nicht da. Und ich verstehe das eigentlich. Ich hab den Gedankengang eigentlich auch viel nachvollziehen können, weil ich bin noch keine 20 Jahre alt und würde dafür Verständnis finden. Aber dennoch stehe ich da, weil mir in der Vorbereitung der Predigt eins aufgefallen ist, nämlich die Verse, von denen ich heute sprechen darf und die ich heute erwähnen darf, die wurden wahr an mir. Und ich selbst würde sagen, dass ich als Zeuge der Wahrheit für diese Verse einstehe. Um was geht es? Wenn ich bitte die erste Folie haben könnte. Es geht eben um das Thema verändert, um zu leuchten. Es geht darum, wie Gottes Wort in uns wirkt, wie es Veränderung geschaffen hat. Und dadurch auch beschreibe ich ein bisschen was von meinem Lebensweg jetzt auch. Es geht darum, was es in uns auswirkt, was Gottes Wort mit uns macht, wo es uns hintragt und was es in uns wirklich vollkommen auslöst. Und das ist, dass es strahlt. Es strahlt, wir werden zum Segen vom anderen, wo ich Geistestaufe erfahren hat. Das Erste, was mir gesagt worden ist, hey, du bist anders. Du bist anders, du strahlst, du begegnest die Menschen. Und genau darum geht es heute. Gottes Wort hat mich verändert. Heute steht ja nämlich nicht der David, der was bloß an die historische Existenz von Jesus Christus glaubt hat, nein. Heute steht vor euch ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, der sagen kann, ich kenne Jesus Christus und ich glaube, dass er für meine und deine Schuld sein Leben ließ. Amen. Wenn ich sage, er hat mich verändert, was meine ich damit? Na, ich war 17, als ich das erste Mal die Gemeinde besucht habe. Veranlasst durch meine damalige Freundin, die nicht mehr meine Freundin ist, sondern meine Verlobte. Und ja, die damalige Zeit, das Jahr, in dem ich das erste Mal einen Gottesdienst besuchen habe dürfen, war nicht unbedingt rosig. Ich war gerade frisch gebackenes Scheidungskind, habe nach 9 Jahren Schule, ich habe das BRG Steyr besucht, habe die schulische Ausbildung nicht abgeschlossen. Zum einen wegen der Scheidung, zum anderen wegen mangelnder Selbstdisziplin. Und habe mich von damaligen Freunden sehr viel beeinflussen lassen, wodurch es zu extremen Alkoholexzessen gekommen ist. Und glaube ich, das größte Problem, das ich gehabt habe, war das, dass ich ein absolut chronischer Lügner war. Ich war hin und her gerissen von der Ehe meiner Eltern, von dem, dass ich mich mit dem einfach nicht identifizieren wollte. Ich habe mich geschämt, nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern. Ich wollte einfach nicht die Person sein, die was ich zu dem Zeitpunkt war. Ich habe das einfach nicht eingestehen können und habe bei den banalsten Sachen gelogen. Sachen, wo du aufs Hirn greifst, denkst du, warum muss man da liegen? Und ich habe es mir selber nicht erklären können, ich bin ja nicht mehr rot geworden beim Liegen. Und das war eines der größten Probleme.
Aber in den letzten 2 Jahren hat sich einiges getan, sonst würde ich da heute nicht herumstehen. Ich würde heute nicht da herumstehen können und sagen dürfen, dass ich Gottes Kind bin. Und dass Jesus Christus mich verändert hat. Er ist mir begegnet und hat mich berührt durch seine Gnade und Liebe. Und was ich auch weiß, ist, dass nicht nur ich das Wirken Gottes spüren durfte, sondern dass eigentlich die meisten von euch, die heute da sind, die was den Gottesdienst regelmäßig besuchen, dass die das Wirken Gottes und das Wirken seines Wortes in ihrem Leben spüren haben dürfen. Gottes Wort hat wahrscheinlich bei den meisten von euch, da hat jeder wahrscheinlich sein eigenes Zeugnis und seine eigene Geschichte auch dazu, wie es Hoffnung geschaffen hat, wie Gottes Wort das Licht am Ende, wie Gottes Wort das Licht am Ende des Tunnels war. Und wie es auch oft geheilt hat. Und genau davon spreche ich im ersten Abschnitt der Predigt. Und so kommen wir zum ersten Vers, und das ist Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Dann lesen wir nämlich: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Ich bin ehrlich, beim letzten Abschnitt habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ja, weil wenn ich weiß, da ist wer, der kennt meine geheimen Wünsche und Gedanken. Ist ein wenig auch komisch. Aber dieser Abschnitt sagt etwas ganz Bestimmtes. Die Bibel ist nicht einfach eine Sammlung der Worte Gottes oder ein Vorschlag, wie wir unser Leben besser gestalten können. Nein, es sagt ganz genau das, dass Gottes Wort lebendig und wirksam ist. Aber was ist dieses lebendige Wort? Ist es nicht eigentlich Jesus selbst? Könnte hier nicht stehen, Jesus ist lebendig und wirksam. Er ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Er dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Er richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Und an dieser Aussage wäre nichts falsch, gar nichts. Denn Jesus ist das lebendig gewordene Wort. Und wir sagen, ja, das ist oft so ein Floskel, das wird halt einfach so oft benutzt, so weitere Worte, um halt eben die Schönheit Jesu auszuschreiben. Aber Jesus ist das lebendig gewordene Wort, das, was über ihn verheißen wurde, das, was einfach prophezeit wurde über ihn, das hat er alles erfüllt in seiner Natur. Deswegen ist er lebendig geworden. Und er ist nicht nur lebendig und wirksam, weil er mal gelebt hat, sondern er ist lebendig und wirksam, weil es für heute auch noch gilt. Er ist jetzt auch noch lebendig und wirksam, weil nach dem Kreuz war es nicht zu Ende. Nach dem Kreuz ist er wieder auferstanden. Wir lesen also, dass wenn wir Gottes Wort lesen und erlauben, dass es in uns wirkt, ist es lebensverändernd und kraftvoll. Ob du willst oder nicht, Gottes Wort sagt dir, wer du bist und wer du nicht bist. Gottes Wort offenbart uns das Böse und das Gute in uns. Und das Gute daran ist, dass Gottes Wort uns nicht nur das Böse offenbart, sondern Jesus streckt seine Hand aus und sagt, hey du, wenn du willst, dass dieses Böse von dir einfach abscheidet, wenn das nichts mehr mit dir zum Tor haben soll, dann lass es einfach zu. Wir müssen Jesus dazu lassen. Wir müssen wirklich sagen, okay, Herr, du trennst es. Weil wir haben gelesen, denn Gottes Wort ist das schärfste zweischneidige Schwert. Und das habe ich auch selbst erlebt. Denn bevor ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich ein Problem gehabt, das wahrscheinlich die meisten Jugendlichen und Männer von 14 bis 20 in Österreich haben. Das Wort heißt ganz groß Pornografie. Es ist etwas, das hat mich seither immer begleitet, als junger Jugendlicher. Und kaum habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und da ist Gott mein Zeuge für das. An dem Tag, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, das war im Mai letztes Jahr, am nächsten Tag war dieses Gefühl weg. Ich habe den Drang dazu nicht mehr gehabt. Dieser Drang nach dieser Sucht, die Kette dieser Sucht wurde durchbrochen. Vollkommen, ein und für alle Mal. Und wir haben jetzt fast, ich freue mich schon auf Mai, weil dann darf ich ein Jahr feiern, wo ich frei bin von dem. Das lebendige Wort Gottes, sehen wir also, durchdringt und verlangt beim Lesen immer direkte Entscheidung. Nämlich, ob wir Jesus erlauben, dass er unser Herz erobert oder nicht. Es ist jeder, der es liest oder jeder, dem wir begegnen. Sobald du jemanden von Gottes Wort erzählst, entscheid dir so unterbewusst, nehme ich das als Wahrheit für mich oder nicht. Und das ist genau das. Ob wir die Tür, wie wir gehört haben, wie der Tobi schon predigt hat, ob wir die Tür öffnen oder nicht. Weil Jesus klopft. Und so habe ich schon oft wiederholt, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und an sich ist es das ja auch. Aber ich glaube, die nächste Frage, die wir als Christen stellen dürfen, ist die, wie wird sie wirksam und wie wird das Wort wirksam in unserem Leben? Reicht es da am Sonntag wirklich nur die Predigten zu hören?
Oder müssen wir täglich Bibel lesen? Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Zugang dazu. Aber ich frage euch, musst du, jeder Einzelne von euch, musst du täglich essen? Die meisten wollen, aber die Antwort ist, nein, eigentlich nicht. Aber eben wir wollen, weil es uns gut tut. Denk mal dran, was passieren würde, wenn wir nur am Sonntag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr essen würden, die ganze Woche. Denk mal dran. Ja, wir hätten keine Übergewichtigkeit mehr in Österreich, beziehungsweise unter der Christen, unter uns Christen, ja. Aber wir wären schwach und unser Körper würde verkümmern. Wir könnten die normalen Herausforderungen des Alltags nur schwer, wenn überhaupt, bewältigen. So sehen wir also, es ist physische wie geistliche Nahrung, die Körper und Geist zur Stärke führen. Als Jesus vom Satan in der Wüste verführt wird, spricht Satan, Matthäus Kapitel 4, Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus selbst, der sagt, hey, mir ist alle Vollmacht gegeben, ob jetzt im Himmelreich oder da. Jesus selbst sagt, ich bin abhängig als Mensch von diesem Wort Gottes. Ich bin abhängig, weil er ist der Leben schenkt. Sein Wort ist das, das wirklich wahrlich Leben schenkt. Und jetzt ist die Frage, ist jetzt wirklich nur das alleinige Lesen von Gottes Wort, das, was es wirksam in uns macht? Mal, wie ist es mit der Nahrung? Reicht es da allein nicht, dass man es kann und abschlucken und geht von da an der Prozess nicht weiter? Ihr habt die Erfahrung gemacht, dass es das Nachsinnen, das Festhalten, das Verinnerlichen und das Gebet über das ist, was wir lesen, was den geistlichen Verdauungsprozess von Gottes Wort in uns gestaltet. So glauben wir eben, dass jetzt, so können wir daran glauben, dass es seine volle Wirkung entfaltet. Und so erlauben wir, dass es seine volle Wirkung entfalten kann. Weil wenn unsere Nahrung nicht auch von unserem Verdauungssystem aufgespaltet wird in die einzelnen Nährstoffe und halt verteilt wird im Körper, da wo wir es brauchen, besonders an die Sportler an uns, wir würden einfach nicht aus dem Vollen schöpfen. Gar nicht. Es würden so wichtige Nährstoffe einfach im Sand zerrinnen. Es ist Jesus selbst, der uns fastend in der Wüste zeigt, welche Auswirkungen es hat, wenn man mit Gottes Wort vertraut ist. Gleich wie mit physischer Nahrung schenkt heute eben Gottes Wort Energie und Kraft und konzentriert und gestärkt, den Alltag zu bewältigen und die Herausforderungen des Alltags, einfach sie denen zu stellen, ob sie jetzt weltlich oder geistlich sind. Wenn also das Wort Gottes in uns wirksam wird, so ist Veränderung unumgänglich und das garantiere ich jeden von euch. Wenn es wirklich wirksam wird, wenn Gott wirklich wirken darf in uns, wenn wir uns öffnen, und das hat was mit Herzenshaltung zu tun. Es geht nicht um das, dass wir es abgeschlossen haben, dass wir sagen, ja, wir lesen jetzt einmal am Tag Bibel und dann haben wir es abgeschlossen und dann fühlen wir uns gut, damit wir unseren moralischen Kompass, dass wir sich da auch gut bewegen, ja. Sondern es geht wirklich um eine Herzenshaltung. Und ich verspreche jedem, dass Veränderung dort unumgänglich ist. Ich erinnere mich an Paulus. Paulus hat den radikalsten U-Turn gemacht, den es überhaupt gibt. Vom Verfolger zum Befolger von Jesus Wort. Den, was er eigentlich am meisten kostet, den liebt er jetzt auf einmal. Und das ist, weil er ihn verändert hat. Und Jesus hat gar nicht so viel sagen müssen. Es ist Christus selbst, der in uns eindringt. Und sein Heiliger Geist, den wir zum Tempel werden, wenn wir uns verändern lassen. Und es ist eben unser ganzes Wesen. Es ist nicht nur für gewisse Verhaltenszüge, sondern es ist wirklich unser ganzes Wesen, das sich verändert. Weil wenn wir Jesus die Tür öffnen, dann verändert sie etwas ganz Spezielles, was wir eigentlich oft so nicht schaffen. Und das ist unser Herz. Jesus ändert unser Herz und schenkt uns ein neues Herz. Ja, mit Jesus, dem Wort Gottes ausgestattet, fangen wir vor allem an zu leuchten. Es ist diese treibende Kraft in uns. Es ist wie ein Licht, das aus der Brust strahlt. Ein Licht, das weitergegeben wird mit Lächeln. Aber Herz da auf, ist das jetzt wirklich nur für uns? Ist es jetzt, weil jetzt haben wir Jesus, jetzt lesen wir sein Wort, jetzt haben wir ihn kennenlernen dürfen, jetzt haben wir Prophetie gekriegt, jetzt haben wir Heilung erfahren und, aber Herz da auf, ist die Frage. Ist das alles? Und hier möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen und fragen, wer von euch mit dem Auto da ist. Beziehungsweise ich glaube, es sind eigentlich fast alle mit dem Auto da, oder? Ja, weil es ist jetzt nämlich ein kleines Rätsel, weil alle, die heute vor euch mit dem Auto da sind,
haben etwas im Auto, dieses Ding, und das darfst du jetzt erraten, es ist dazu da, es gehört euch selbst in erster Linie und ihr könnt davon Gebrauch machen. Dieses Ding benutzt sie es aber meistens erst, wenn es wer anderer braucht. Was das wäre? Ja, der Blinker nicht, aber es ist, ja, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Tatsächlich, es ist der Verbandskasten. Und wir haben diesen Verbandskasten im Auto dabei, um uns selbst versorgen zu können, wenn wir es brauchen. Aber ist das alles, geht es wirklich nur um uns selbst oder ist es auch für alle anderen? Weil wenn wir zum Umfeld dazukommen, dann nutzen wir ihn, um anderen Personen zu helfen. Der Person, die halt jetzt gerade verletzt ist, die es wirklich braucht. Und um ihn benutzen zu können, müssen wir ihn zuerst kaufen. Das heißt, wir gehen ins Geschäft, wir schauen uns, ja, passt, ist er gut, ja, wir suchen ihn wirklich sorgfältig aus. Wir schauen, ob uns die Farbe gefällt, weiß nicht. Und wir stünden dann danach an einem sicheren Ort. An einem sicheren Ort, wo er nicht verloren gekommen, wo wir Zugriff drauf haben, wo wir wissen, wo er ist. Ob das jetzt der Kofferraum ist oder unter dem Sitz, macht ja jeder, wie er will. Aber wenn wir den Verbandskasten jetzt noch, wenn wir einen Kaffee oberflächlich aufs Autodach stehen und sagen, ja, der ist eh da, fahrt einmal weg. Der ist ziemlich schnell weg. Ja. Und er ist so wichtig, wenn wir damit nicht nur uns selbst versorgen, sondern auch allen anderen helfen können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass an einem Ort gestellt wird, wo wir immer darauf Zugriff haben und wo er nicht verloren geht. Und genauso verhält es sich mit Gottes Wort. Es muss abrufbar sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Leseraten sein sollen und Gottes Wort nach Strich und Faden auswendig kennen sollen. Aber es soll anwendbar sein in unserem Leben. Wir sollen uns erinnern können, wann die Dunkelheit einfach auf uns hereinbricht, wenn wir Hoffnung verlieren. Sagen wir, hey, wir haben dann Gott und da gibt es ja was in der Bibel. Und da kommen wir zum heutigen Predigt to go. Vielleicht bist du die einzige Bibel, die deine Mitmenschen je lesen werden. Es ist das Auftreten und die Worte, die wir sprechen, die den Gegenüber berühren. Wir sollen unseren Mitmenschen ja nicht nur sinnlos, ja, Verse um die Ohren dreschen, sondern wir sollen einer wie Jesus als Vorbild vorausgehen und diese Nächstenliebe, die Jesus einfach hat, repräsentieren. Wir sollen ein Zeugnis werden. Wir sollen ein lebendiges Zeugnis werden für Gottes Wort und für seine Liebe, die er ausstrahlt, die sollen wir widerspiegeln. Als ich meine Verlobte kennenlernen habe dürfen, habe ich gedacht, dass ich gläubig bin. Bin relativ schnell, ich habe falsch gedacht, sagen wir mal so. Ich war auf jeden Fall nicht so weit entwickelt, wie sie es war oder ihre Eltern es waren. Weil im Gespräch mit ihren Eltern auch vor allem, wo ich einfach eine Gottesbeziehung, wo ich andere Geschichten mit Gott erfragt habe, wo sie dann auch schon erzählt haben, war das, da haben sie mir nicht nur sinnlos Verse und alte Geschichten erzählt, sondern das Orge war, der große Unterschied war der, dass sie Gottes Wort gelebt haben. Sie waren vom ersten Tag an, Mario, bei dir weiß ich nicht, aber sie waren voll liebevoll, sie waren voll liebevoll, zumindest aus der Mühe gegeben, sehr viel Mühe. Diese Nächstenliebe war unvergleichbar, sie waren fürsorglich, sie waren geduldig mit mir, weil wie gesagt, ich habe sehr viel Entwicklung durchmachen dürfen. Sie waren sehr geduldig mit mir. Und die Fehler, die ich begangen habe, waren sehr gnädig und haben wir sehr oft weggelachen dürfen. Aber genau das war das. Das, dass sie nicht nur mit Gottes Wort vertraut waren, sondern dass sie Gottes Wort gelebt haben, das war das, wo ich wirklich Blut gelegt habe. Wo ich gesagt habe, hey, diesen Gott will ich kennenlernen. Die will das auch erleben. Und jetzt stehe ich da und habe mittlerweile auch so viele Zeugnisse, die was in diese Welt hinaustragen, der wo Gott mich versorgt hat und wo Gott mit mir gegangen ist, wo mögliche Dinge möglich gemacht worden sind. Und dafür danke ich und dafür preise ich. Und so darf ich den zweiten Abschnitt ankündigen, nämlich Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16. Das ist, nachdem Jesus getauft worden ist, wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und, stimmt gar nicht. Doch, er wird in die Wüste geführt, aber danach führt er seine Bergpredigt. Und da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten,
Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich glaube, wenn man sich die vorige Geschichte jetzt angehört hat mit meinen zukünftigen Schwiegereltern, ich glaube, dann ist das passiert, meiner Meinung nach. An dem, wie sie gelebt haben, an dem, wie sie einfach dieses Licht in mich hineintragen haben, habe ich Interesse gefunden an diesem Gott, der mich liebt, der sich dann mir selbst offenbart hat. Wir sind das Licht der Welt. Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Aussage? Es ist unvorstellbar. Nein, es ist wirklich unvorstellbar. Man hat schon mal in der Früh aufgestanden, um 7 Uhr am Montag, das Licht der Welt. Sehe ich nicht wirklich. Also in einer Welt, in der jetzt gerade auch Kriege herrschen, unter anderem in einem Land wie Österreich, wo Nächstenliebe nicht unbedingt groß geschrieben wird, mit Wien als einer der unfreundlichsten Städte der Welt, die unfreundlichste Stadt der Welt, ist es, als würde uns die Dunkelheit einkreisen wollen. Aber Jesus steht da mit dieser brennenden Fackel und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und genau daran können wir festhalten. Das ist etwas, das meine ich. Wenn uns dann diese Dunkelheit begegnet, wenn uns alles einkreist, wenn uns die ganze Welt am Kopf liegt, dann sagt Jesus dennoch, ihr seid das Licht der Welt. Es gibt keine Dunkelheit, die euch irgendwie angreifen kann, weil ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid berufen, um zu leuchten. Und jetzt heute am Sonntag in der Gemeinde, bitte die nächste Folie. Wir strahlen gemeinsam heute. Aber dann, wenn wir hinausgehen in unseren Alltag, dann strahlt da jeder für sich. Dann ist das Licht gar nicht mehr so groß, weil jetzt gemeinsam, wie wir sehen, man sieht fast die Dunkelheit dahinter nicht mehr. Es ist zwar ein Kontrast, aber das Hauptaugenmerk ist dieses Licht. Und ich glaube, dass jedes einzelne diese Laterne, die losgelassen werden, ist ein Zeichen dafür, dass wir unser Licht loslassen sollen auf diese Welt. Ganz unkontrolliert. Die Menschen sollen wirklich spüren, wer Jesus ist. Wir tragen dieses Licht in uns und dieses Licht soll weitergegeben werden. Jedes einzelne Licht, das wir weitergeben, leuchtet und strahlt in die Dunkelheit. Und Gottes Wort sollen eben alle hören, weil inmitten dieser Dunkelheit ist dieses Wort, das wir in unserem Herzen tragen, unser Licht am Ende des Tunnels. Jesus sagt selber, wir haben einen Auftrag als Christen, wir sollen eben genau dieses Evangelium, diese Hoffnung, dieses Licht sollen wir hinaustragen in diese Welt. Wir sollen es einander schenken. Und ich glaube, Dunkelheit ist genau bei diesen Menschen, die was Jesus nicht kennen. Und wenn wir dann vorausgehen dürfen, das Wort Gottes leben dürfen, wenn wir einer begegnen mit etwas, was sie noch nie erlebt haben, nämlich am Montag um 7 Uhr in der Früh mit Nächstenliebe, dann verändert das. Die Bibel sagt auf Englisch, love never fails. Die Liebe wird nie versorgen, nie. Und es ist genau diese Hoffnung und Wärme, die wir weitergeben. Dieses Feuer, das aus uns antreibt, den Heiligen Geist, den geben wir durch Gottes Wort weiter. Wir haben dieses Licht und wir sollen es hinaustragen. Wenn wir das nicht tun, ist es wie, wenn wir das Licht unter den Kübel stellen würden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Lampen montiert hat und die dann zudeckt hat. Energie ist teuer, würde ich keinen raten. Aber es verliert seine eigentliche Funktion. Nämlich allen zu leuchten. Wir sollen uns das ja nicht aussuchen, ja, der kommt mir sympathisch vor, den verzeihe ich jetzt für Jesus, sondern einfach dem was geben, wie so kleine Visitenkarten. Hey, Jesus liebt dich. Kann ich kurz davor erzählen, ich bin gelaufen, ich war absolut am Ende, wir müssen gerade für die Saisonvorbereitung gerade laufen. Davor habe ich eine halbe Stunde gemacht, unser Trainer hat uns geschrieben, ja, jetzt machen wir 50 Minuten und das dreimal in der Woche. Ich war am Ende und kurz vor der Hälfte war ich dann in Dietoch und da war dann ein Mann auf diesem Privatweg, ganz alleine. Und ich habe meine Kopfhörer drin gehabt, ich habe mich selber nicht einmal gehört, weil ich das neue Cancellation habe ich auch eingeschickt gehabt. Dann schreie ich den auf einmal an, weil man denkt, den Impuls brauche ich jetzt, mir treibt jetzt nichts mehr an, ich bin am Ende, ich denke schon die Fiona anrufen, wenn ich sage, bitte hol ich mich an, ich bin kaputt. Dann schreie ich den an und schreie so, hey, habe ich wirklich angeschrien, ja. Schreie ich nach, hey, und der dreht sich um, weil sich viel schreckt. Und mit dem, was ich gerade noch rausgekriegt, sage ich, hey, Jesus liebt dich. Und er ist der Weg und die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und er liebt dich. Und der, okay. Aber ich habe es weitergegeben. Ich habe mich wirklich besser gefühlt. Ich bin dann noch heimgerannt. Ich habe nicht aufgehört, ich bin heimgerannt. Es hat nicht nur mich angetrieben. Es hat nicht nur ich festhalten können dran. Er hat sich ein bisschen geschreckt. Ich glaube, das brennt jetzt in seinem Kopf. Da wird sich denken, was ist denn der für ein Vogel? Aber die Funktion war da. Ich habe das Licht nicht verdeckt. Sondern ich habe das gemacht, was ich machen kann. Und das Beste war nur, ich habe keine Brühe aufgehabt, ich habe gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht, wer das war. Ja.
Alle guten Dinge, ja. Es ist wie, wenn wir dieses Licht verdecken, es ist wie, als würde jemand aufgrund eines Verkehrsunfalls zu Schaden kommen und wir schauen zu und wir sagen, nein, eigentlich weiß ich nicht, der ist mir nicht so sympathisch, der hat halt, ihr habt zwar Verbandspackel und der braucht es eigentlich, aber naja, geil, ist jetzt nicht so. Das Verbandskosten verliert seine eigentliche Funktion, weil Dekoration ist echt nicht. Echt nicht. Nimm so viel Platz im Kofferraum, es regt mich auf. Also wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, dann schenk ihm etwas von deinem Licht. Lass ihn teilhaben an der Hoffnung, die der Herr uns schenkt. Und trage dieses Licht offen in diese Welt, ohne Filter. Weil vielleicht bist du die einzige Bibel, die deine Mitmenschen je lesen werden. Ganz praktisch nur für uns. Das ist etwas, das nutze ich täglich. Bevor wir zu dem kommen, will ich nur sagen, eigentlich, wenn wir Veränderung wollen in unserem Leben, dann tun wir genau was, wir lesen in Gottes Wort. Wenn wir Befreiung wollen von etwas, wenn wir wissen, wir haben mit was zu kämpfen, wir haben, es gibt einfach etwas, das was uns bedrückt, ob es weltlich ist oder ob es geistlich ist, ob es Sünde ist oder ob es ein Tick ist, ja, wann ich nichts mehr weiterkriege, dann lesen wir in Gottes Wort. Und wenn wir diesen Jesus kennenlernen wollen, dann lesen wir in Gottes Wort, es ist so einfach, ja. Und etwas, das ich eben nutze, um Gottes Wort zu lesen, ist halt YouVersion Bible App. Das ist täglich das Beste, was da drin ist. Es gibt dann Vers des Tages, das heißt, wenn du dich entscheiden kannst, wenn du keinen Bibelleseplan hast, die was unter anderem auch da drin zu finden sind, ist immer Vers des Tages da. Die App sagt, hey, da, das lest heute, das war gut für dich, das ist richtig super. Und es leitet dich aber an, genau in dieses geistliche, in diesen geistlichen Verdauungsprozess führt es dich ein. Weil es lädt dich ein, darüber nachzusinnen, es lädt dich ein, darüber zu beten, es lädt dich ein, darüber ein Gebet zu schreiben und es zeigt und dir wird noch eine Andacht vorgeschlagen. Und meistens bleiben es dann hängen. Meistens. Genau, man findet die verschiedensten Übersetzungen drinnen. Genau. Und wo ich auch noch zu raten kann, wo ich meine eigenen Erfahrungen jetzt gemacht habe, waren mit Kleingruppe. Ich kann es jedem von euch anraten, jeder hat diese Stunde oder zwei unter der Woche, da kann man mal was anderes verschieben. Und wenn es dann nicht viermal im Monat ist, also jede Woche, dann halt wenigstens einmal. Und diese Gemeinschaft, die braucht man und das ist so unbezahlbar. Ich darf Kleingruppe leiten mit unseren Jugendlichen und auch wenn es nur so klar sind und auch wenn es nur so jung sind, kommt da teilweise ein Input und Ansichtsweisen, die was unglaublich sind, wo ich mir denke, wie kommst du da überhaupt drauf? Ich habe mich da auch Stunden hingesetzt, damit ich euch das vorbereite und du haust mir in zwei Minuten einen Satz aus, der mein ganzes Konzept zerstört. Und dann. Ja. genau. Ich lade euch ein zu Kleingruppe. Besucht es wirklich. Es ist wirklich gut. Und ich will nur beten. Vater im Himmel, ich danke dafür, dass du mir jetzt da dadurch geleitet hast. Ich danke dafür, dass ich da dienen darf. Dass alles aus Gnade kommt, dass alles von dir kommt. Danke, Herr, dass du uns alle liebst und bitte begleite jeden von uns. Sag uns, nimm uns den Filter von den Augen. Und lass es zu, dass wir jedem unser Licht geben. Dass wir unser Leben lang ein ganz großes Laternenfest feiern, bis dass du kommst. Groß bist du, unser Gott, der uns liebt. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön.